Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum kann man ein Elektroauto nicht einfach an der Steckdose anstecken? Also einfach ein Kabel mit zum Beispiel so einem Schutzkontaktstecker oder an so einer Kraftstromsteckdose mit einem Kraftstromstecker oder an so einer Campingdose mit so einem Campingstecker. Warum geht das nicht? Einfach Kabel und fertig, so wie einen Heizlüfter anstecken und schon funktioniert's. Nein, leider, so einfach ist das nicht. Ich will euch erklären, warum das so ist, warum man zum Beispiel eine Wallbox braucht oder ein Ladekabel wieder oben im Regal, dieses mit der Box drinnen. Was tut das eigentlich? Wozu ist das gut? Und was macht eine Wallbox? Ich habe hier eine Demo-Ladestation, die erkläre ich euch dann. Und hier gibt es was ganz Besonderes, nämlich dieses Smart Meter. Damit kann man Ladestationen öffentlich zugänglich machen, ganz simpel und für jeden machbar, der ausreichend elektrotechnisches Verständnis hat. Sowas zu installieren ist nicht wahnsinnig schwer. Und dann kann man einen Service einrichten und mit dem Smartphone kann man die Ladung starten und der die Ladestation betreibt, kann das ganz einfach über die App oder über eine Weboberfläche administrieren. Super genial einfach, heißt eCarUp, das will ich euch auch erklären. Also wenn euch das alles interessiert, dann bleibt mal dran, nach dem Intro geht's gleich weiter. Herzlich willkommen nochmal hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Technikvideo. Und ich will gleich ein bisschen Werbung machen. Und zwar der EMC, der Elektromobilitätsclub, macht regelmäßig Veranstaltungen. Und jetzt in der Corona-Krise haben wir uns was einfallen lassen, weil ich mit dem Christian Peter gemeinsam einen kleinen Vortrag halten wollte. Ja, und durch die Corona-Krise haben wir gesagt, gut, wir machen das online, wir streamen das, ihr könnt das auf Facebook mitverfolgen. Diesen Mittwoch, 25. März, 18 Uhr. Link gebe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr live dabei sein oder ihr schaut euch das später an und wahrscheinlich gebe ich es auch hier auf meinen Kanal zum Nachsehen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Da geht es um Strom, Gleichstrom, Wechselstrom, Batterie, wie fließt der Strom hin und her, worauf muss ich achten, um mein Auto so schnell wie möglich laden zu können an einer Wechselstromstation. Ja, viele Details und Hintergründe. Also vor allem für Einsteiger und Interessierte, glaube ich, sehr empfehlenswert. Gut, jetzt zu meiner Demostation. Ich zeige euch die nochmal. Die sieht so aus, eine relativ einfache Geschichte. Wir haben da unten eine Einspeisung. Da habe ich einfach jetzt mal so einen Schuko-Stecker dran montiert, damit das mal so provisorisch in Betrieb genommen werden kann. Dann haben wir hier einen Ladecontroller. Da erkläre ich gleich, wozu der gut ist. Das ist das Smart Meter, von dem ich schon gesprochen habe. Hier gibt es den Schütz, den Ladeschütz, der schaltet uns dann die Ladung letztendlich frei. Und hier oben haben wir die Steckdose mit Verriegelung. Die Steckdose hat hier ganz einfach so eine Klappe als Witterungsschutz und die Verriegelung, die verriegelt den Stecker. Wie gesagt, zeige ich gleich. Gut. Was haben wir normalerweise an einer Wallbox oder an einem Ladekabel? Haben wir so einen weiblichen Stecker, Typ 2, Typ 1 lasse ich jetzt mal weg, wird immer weniger, Gott sei Dank. Typ 2 ist mittlerweile wirklich der Standard in Europa. Also so einen Typ 2 Stecker haben wir da, da gibt es 5 große Pins und 2 kleine Pins. Erkläre ich auch gleich noch, wozu das gut ist. Und ja, wenn man am anderen Ende so einen Kraftstromstecker haben will, dann braucht man so ein Ladekabel wie das da oben. Gibt es jetzt gerade noch ein bisschen Rabatt im Shop, kleiner Werbehinweis in eigener Sache. So, zur Ladestation. Ich stecke die jetzt mal an. So. Gut. Dann geht mal der Controller in Betrieb. Das Smart Meter wird auch aktiv. Und wir simulieren jetzt mal eine Ladung. Dazu habe ich hier so einen einfachen Simulator. Der kann simulieren, dass das Fahrzeug verbunden ist, der kann simulieren, dass das Fahrzeug die Ladung anfordert. Dann gibt es da noch 2 Fehlerfälle, auf die will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Und da unten haben wir 3 Kontroll-LEDs für die Spannung, da wird nur eine leuchten und dann zeige ich euch auch, wie das mit diesem Signal ist, das da rauskommt, um dem Auto zu signalisieren, wie viel Strom es laden darf. Also, ich stecke das jetzt mal da an. So, ganz einfach. Lege ich mal so rüber. Gut. Kann man das alles sehen? Nein, Moment. So, noch ein bisschen rutschen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles gut. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Auto ist angesteckt.
schalte ich hier ein, zack, die Verriegelung hat geschlossen. Normalerweise kann ich jetzt das nicht mehr abziehen, das ist aber ein Spezialstecker, da ist die Verriegelung abgeschnitten, also ich könnte den jetzt abziehen. Deswegen kann ich das damit jetzt nicht demonstrieren mit dem Simulator, aber in Wirklichkeit, wenn ihr ein Auto verbindet und die Steckdose verriegelt, dann ist es verriegelt. So, dann haben wir noch EV Charge. Zack, es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil es hier mit dem App-Service nur funktioniert. Und zwar, ich habe hier eine App, eCarUp heißt die. So, diese App ist ganz simpel aufgebaut. Ihr seht, ich bin hier schon direkt in der Ladestationskontrolle drinnen. Da könnt ihr vorher entweder über einen QR-Code oder über eine Karte anwählen, welche Ladestation ihr aktivieren wollt. Dann gehen wir auf Aktivieren, dann kann man entweder eine gewisse Zeit vorwählen oder manuell, ich gebe jetzt einfach mal eine Stunde. So, zack, ihr habt es gehört, der Schütz hier hat angezogen und ihr könnt das jetzt hier an der roten LED sehen, wir haben hier Spannung drauf. Ein bisschen zurück nochmal, warum braucht man das alles? Also, ihr kennt wahrscheinlich diese Kraftstromstecker, das ist hier eine Ausführung für 32 Ampere, das ist eine für 16 Ampere und ihr könnt unschwer erkennen, die sind nicht gleich groß. Was hat das für einen Sinn? Dieser für 32 Ampere ist größer als der für 16, das heißt, der passt nicht in die 16er Dose und der passt nicht in die 32 Ampere Dose. Und warum ist das so? Denn alles, was dahinter kommt, muss natürlich auch entsprechend groß dimensioniert sein, damit es im Fehlerfall nicht zu einem Brand kommen kann, also bei einer Überlast zum Beispiel. Ein Beispiel, ihr steckt an eine 16 Ampere Steckdose eine Last, die 32 Ampere nimmt, dann schaltet irgendwann eine Sicherung ab. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sicherung abschaltet, darf die Leitung und alles, was dahinter ist, sich nicht unnötig erwärmen, nämlich so hoch, dass es vielleicht sogar durchschmort oder zu brennen beginnt. Brände sind zwar mittlerweile relativ selten, weil hier überall Flammschutzmittel drinnen sind, also direkt brennen tun diese Dinge nicht mehr, Kabel und Stecker und so weiter, aber es kann Sekundärbrände geben, wenn irgendetwas Brennbares daneben ist. Also, es muss alles so groß dimensioniert sein, dass im Fall einer Überlast es nicht zu Bränden kommt, irgendwann schaltet dann die Sicherung ab und es ist gut. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und einen 32 Ampere Stecker nimmt und hier ein besonders dünnes Kabel, das den Strom nicht wirklich tragen kann, die vollen 32 Ampere anschließt und es kommt zu einer Überlast, könnte dieses Kabel abbrennen. Deswegen gibt es hier die Größenkodierung. So, beim Auto gibt es das nicht. Ihr wisst, verschiedene Autos können verschiedene Stromstärken vertragen. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es gibt Einphasenlader, Zweiphasenlader, Dreiphasenlader, 16 Ampere, 32 Ampere, 28 Ampere, alles Mögliche. Von 3,7 kW bis 22 kW, große Bandbreite und alles funktioniert über diesen einen Typ 2 Stecker. So, der Sinn dahinter ist, dass man nur ein Steckersystem hat, eine Größe und vor allem, dass sie relativ leicht steckbar ist. Weil wir schon beim Thema relativ leicht steckbar sind, möchte ich euch etwas ans Herz legen und zwar Kontaktspray. Es gibt hier ein Produkt von der Firma Kontaktchemie. Ich bekomme nichts dafür, aber das ist wirklich das beste Kontaktspray, das ihr kaufen könnt. Es gibt hier 61 die blaue oder 60 die rote Dose und die Farbe sagt schon, das ist für die schwierigen Fälle und die blaue ist für die leichteren Fälle. Ich empfehle euch wirklich, euch so etwas zu kaufen, für diese Steckkontakte beim Auto, beim Ladekabel, das hier und da mal zu benutzen. Ihr werdet merken, es steckt sich so viel leichter. Ja? Es ist unglaublich, dieser Unterschied. Es wird Feuchtigkeit verdrängt, es wird Korrosion verhindert. Also, wenn euch eure Steckkontakte etwas wert sind, dann investiert ein paar Euro in so eine Dose Kontaktspray, Kontaktchemie, heißt die Firma Kontakt 61, das Produkt, vielleicht gebe ich das sogar mal in den Shop, ich weiß nicht. Schreibt mal unten rein, ob ihr das kaufen würdet bei mir. Ja, also, die Größenkodierung, darum ging's. Es ist wichtig, dass es hier nur einen Stecker gibt, egal ob einphasig, zweiphasig, dreiphasig und auch egal welche Stromtragfähigkeit. Weil einphasig, da wären wir auch nochmal beim Campingstecker und beim Schutzkontaktstecker. Beide sind nur einphasig, das heißt nur eine Phase Wechselstrom können sie übertragen. Diese Kraftstromstecker haben hier drei Pins dafür, die können drei Phasen übertragen. Dann gibt es noch einen Schutzleiter und einen Nullleiter, nur damit wir wissen, warum fünf sind. Und auch hier bei diesem, so, beenden wir nochmal die
So, ich kann das ja. Ich kann das jetzt unter Last abziehen. Ihr habt gesehen, hier fehlt nämlich die typische Verriegelung. Die ist hier nicht dran, damit ich auch Ladekabel damit prüfen kann. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Das ist übrigens ein Grund, wenn ihr zwei Kabel zusammensteckt, so wie dieses hier zum Beispiel, Typ 2 und dieses, und ihr steckt da Standardkabel zusammen, dann ist das extra so gebaut, dass die nicht so weit zusammenpassen, damit hier kein Kontakt zustande kommt, denn es ist nicht vorgesehen, Typ 2 Kabel miteinander zu verbinden. Verlängerung ist nicht vorgesehen, deswegen ist das hier ein Spezialstecker, damit dieser auch zum Beispiel so ein Ladekabel wie das da oben prüfen kann. Gut, also die 5 Kontakte haben wir hier auch. So, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Wir haben einen Schutzleiter hier, wir haben einen Nullleiter und die 3 Phasen. Und wir haben einen Control Pilot und Proximity Pilot, heißen die 2 kleinen. Was hat es damit auf sich? Es ist eben, wie gesagt, so, ihr habt eine Größe des Steckers, also muss sowohl das Auto als auch die Ladestation wissen, was steckt ihr an. Steckt ihr jetzt ein Kabel an für 16 Ampere oder steckt ihr eines für 32 Ampere an? Und das ist im sogenannten Proximity Pilot kodiert mit einem einfachen Widerstand. Also da ist im Stecker vom Ladekabel ein Widerstand drinnen, wenn ihr das ansteckt, und dann wird dieser Widerstand ausgelesen und die Ladestation weiß, hallo, so viel kann das Kabel, also mehr darf ich dann dem Auto auch nicht signalisieren. Das Auto weiß das dann auch, das macht das Gleiche für sich. Und die Ladestation selbst sendet noch so ein pulsweitenmoduliertes Signal. Ui, jetzt wird es kompliziert. Nein, das ist einfach nur, da wird eine Spannung ein- und wieder ausgeschaltet und ein- und wieder ausgeschaltet mit einer bestimmten Frequenz. Und je nachdem, wie lange es ein- und wie lange es aus ist, bedeutet das mehr oder weniger Strom steht zur Verfügung sozusagen. Also die Ladestation sagt dem Auto, bitte, du darfst jetzt 6 Ampere, du darfst 10 Ampere, du darfst 16, du darfst 32. Das geht mehr oder weniger stufenlos. Also über diesen Control Pilot, den zweiten kleinen Kontakt, signalisiert die Ladestation dem Auto, so viel darfst du nehmen. So, das kann ich euch auch noch zeigen. Und zwar hier der CP, den habe ich hier dran. Und den Schutzleiter zwischen diesen zweien. Läuft das? Jetzt schalten wir die Ladung nochmal ein und ich hoffe, man kann das hier sehen. Jawohl. Auf diesem ganz simplen Gerät, das auf einem ganz einfachen Matrix-Display das anzeigt, wie groß der Anteil ist zwischen Ein- und Aus bei diesem Signal, und damit weiß dann das Auto, das wertet dieses Signal aus, jetzt darf ich so und so viel nehmen. Das ist auch ein wichtiges Kapitel, nämlich so funktioniert dann auch das Photovoltaik-Überschussladen, also die Ladestation sagt dem Auto mehr oder weniger. Photovoltaik-Überschussladen, Zappi-Ladestation, habe ich ein eigenes Video gemacht, gebe ich euch unten in die Beschreibung. Das funktioniert eben genauso, dass dem Auto signalisiert wird, jetzt darfst du mehr, jetzt darfst du weniger, und irgendwann vielleicht sogar mal ganz aus, wenn zum Beispiel die Wolke vorbeizieht und nicht mehr genügend Überschuss zur Verfügung steht. So, ja, das war's im Wesentlichen. Ihr seht, eine Ladestation hat natürlich auch noch andere Aufgaben als nur das Verhandeln der Stromstärke. Es wird geprüft, ob der Schutzleiter in Ordnung ist. Ja, ein paar Sicherheitsdinge werden abgefragt. Es gibt in der Regel, sollte es auf jeden Fall geben, noch einen Fehlerstromschutzschalter. Entweder ist das integriert, ein DC-Fehlerstromschutz, also Vergleich, Fehlerstrom, ein AC-Fehlerstromschutz, den müsst ihr sowieso immer installieren, also einen ganz normalen FI-Schutzschalter, der muss immer davor montiert sein. Ob ihr einen speziellen FI-Typ B, also einen, der auch gleich Fehlerströme detektieren kann, braucht, ich habe da ein eigenes Video gemacht auch, das gebe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, also ob ihr so einen FI braucht oder nicht, das hängt davon ab, welche Wallbox ihr installiert. Zum Beispiel Tesla Wall Connector haben keinen Gleichfehlerstromschutz integriert. Da braucht ihr einen FI-Typ B oder einen Typ AEV, heißt das. FI-Typ B habe ich recht günstig bei mir im Shop. Die kosten normalerweise nämlich ziemlich viel Geld. Die könnt ihr bei mir deutlich günstiger kaufen. Ja, und das ist eben auch noch so eine Sache. Manche Wallboxen prüfen da mehr, manche prüfen weniger. Dann gibt es eben noch verschiedene Fehlerfälle. Wie gesagt, auf das will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Und dann schaltet sich unter Umständen einfach die Ladung ab. Ganz wichtig eben, solange verriegelt ist, kann man normalerweise auch nicht abziehen, und solange die Ladung läuft, ist verriegelt. Deswegen, Ladung wird beendet, dann kann man abziehen
und das erfolgt, ohne dass da Spannung drauf ist. Das heißt, es gibt keine Funken und es kann dann auch nichts verschmoren, denn diese Funken können relativ viel Energie enthalten, dann werden die Kontakte schlecht, können abbrennen ein wenig. Also alle diese Dinge werden vermieden durch dieses System des Typ 2 oder auch Typ 1 Steckers. Oder hier in Europa gibt es an der Ladestation nur Typ 2, ja? Also woanders gibt es auch Typ 1 hier an der Ladestation, aber bei uns gibt es das faktisch gar nicht. Ja, da, durch dieses System wird das verhindert. Eine super coole Sache, eigentlich sehr schlau, ein bisschen Schutz, Vereinheitlichung und es klappt so gut wie überall, wenn nicht gerade das Auto gerade zickig ist, was leider auch vorkommt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten rein. Ich hoffe, ich schaffe sie zu beantworten. Gebt mir einen Daumen hoch. Ja, schreibt alle Kommentare, die euch interessieren oder was ihr davon haltet, unten rein. Abonniert den Kanal, vergesst die Glocke nicht, schaut im Shop vorbei. Tesla Referral Code, UFO Drive, die ganze Werbung seht ihr sowieso immer hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Mittwoch, den 25. März um 18 Uhr. Und ja, beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Ciao.